Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei meinem Wochenrückblick. Wetter ist heute bis jetzt jedenfalls noch schön, Sonne scheint, ein bisschen bewölkt, 19 Grad, viel wärmer wird es nicht werden. Es soll aber heute im Laufe des Tages zu Regenschauern und Gewittern kommen, in der nächsten Woche auch bis Donnerstag jeden Tag Regen. Temperaturen 20 irgendwas, über 20 Grad, 20, 24 Grad, aber die 30 Grad sind zurzeit nicht in der Pipeline. Anders als in den südeuropäischen Ländern wie Spanien und Griechenland, wo die Feuer wüten, zumindest auf Rhodos ist noch einiges an Waldbränden los, aber auch andere Inseln und Regionen auf der Penelope sind betroffen mit von Menschen angesteckten Wäldern, warum auch immer, die zu fluchtartigen Bewegungen geführt haben von Touristen, die evakuiert werden mussten und mit dem, was sie am Leib hatten, in Notunterkünfte gebracht werden mussten und werden jetzt so nach und nach ausgeflogen nach Hause aus den Waldbrandgebieten in Griechenland. Ja, der Flughafen Düsseldorf wurde ja angegriffen von Klimaklebern. Die haben die Rollbahnen besetzt. Das hat zu zahlreichen Flugausfällen, Umleitungen und erheblichen Verspätungen geführt. Maschinen mussten schneller fliegen und haben dadurch mehr Kerosin verbraucht, haben dadurch mehr CO2 verbraucht, damit sie ihre Flugpläne und Anschlussflüge einhalten. Das haben diese, ja, Kriminellen, muss man ja leider sagen. Sie haben den Hausfrieden gebrochen, sie haben Sachbeschädigung begangen, sie haben Eingriff in den Luftverkehr begangen, also alles Straftaten, die durch unsere Gesetze natürlich auch entsprechend geregelt sind und auch zu Strafen führen können. Aber es geht auch um viel Geld. Ich denke, da reden wir über Millionen an Schäden, die entstanden sind im Flughafen, den Fluggesellschaften, aber auch den Passagieren, die Zeit verloren haben, möglicherweise Anschlussflüge verpasst haben und so weiter und so fort. Also der Flughafen will ganz konsequent gegen die bekannten neuen Flughafen, Klimakleber, Kriminelle, die, wie gesagt, den Flughafen stundenlang blockiert haben mit den Folgen, die ich gerade beschrieben habe. Das ist richtig so. Ob unsere grüne Justiz da mitmacht, das weiß ich nicht. Die müssen ja entsprechend richten. Das ist in Bayern einfacher. Aber Nordrhein-Westfalen hat natürlich im Justizsystem nicht die Richter, die Bayern hat und andere Bundesländer. Bin gespannt, ob das sich vor Gericht durchsetzen lässt. Aber es geht um Schadenersatz, da geht es ja um Geld. Und ich denke, das kann man beziffern und das kann man auch einfordern, denn die Verursacher sind die Klimamenschen, die meinen, fürs Klima zu kämpfen. Dabei vergessen sie immer, dass sie Wetter und Klima verwechseln. Das Klima ist das Wetter der letzten 30 Jahre. Das kann man nicht mehr schützen. Auch in Zukunft kann man das Klima nicht schützen. Man kann sich nur vor den Wetterveränderungen schützen und versuchen, die fossilen Brennstoffe zurückzudrängen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Die Notenbanken EZB und FED haben den Leitzins erhöht. Die FED natürlich wieder im Vorgang. Das heißt, sie haben zuerst erhöht und die EZB zieht dann nach. Die EZB hat um 0,25% die Leitzinsen erhöht. Damit steigen sie in der EU-Zone, in der Eurozone auf 4,25%. Die Inflation ist etwas gesenkt. Sie liegen so knapp bei 6%. Die Amerikaner sind da schneller wie immer, weil sie wirtschaftlich orientiert sind, im Gegensatz zu unseren Ländern in der EU und am schlimmsten in Deutschland, wo die Wirtschaft nicht verstanden wird und man sie durch die Politik knebelt und entsprechend ausquetscht wie eine Zitrone. Das passiert hier in den USA, wird die Wirtschaft willkommen geheißen, weil die Amerikaner wissen, dass man nur durch Wirtschaft entsprechend Wohlstand erwirtschaften kann. Und das ist in Europa, das Wissen ist etwas verloren gegangen. Ja, die EZB 4,25% jetzt der Leitzins, was die Zinsen machen, wissen wir nicht. Die werden ja verzögert an die Bankkunden und die Kreditkunden weitergegeben. Und wie gesagt, in der Inflation in den USA 3%, damit sind sie nahe an den 2% Inflation, die von den Notenbanken toleriert werden. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht in nächster Zeit. Die Inflation, ich sagte, das hat sich abgeschwächt. Wir liegen jetzt in Nordrhein-Westfalen bei 5,8%, immer noch zu hoch, weit weg von den 2%, die die EZB fordert und als, sagen wir mal, als Basisinflation akzeptiert. Im Vormonat war die Inflationsrate noch bei 6,2%. Aber die deutsche Wirtschaft wird stärker schrumpfen, als es angenommen wird. Und der IWF, also der Internationale Währungsfonds, geht von einer Schrumpfung in Deutschland. Alle anderen Länder sind da besser, weil sie natürlich eine vernünftige Energiepolitik betreiben, eine vernünftige Steuerpolitik betreiben und eine vernünftigere
Energiepolitik betreiben. Also in Deutschland schrumpfen wir um 0,3%. Das ist nicht gut, denn Schrumpfung heißt auch entsprechende Umsatzrückgänge bei den Firmen, Gewinnrückgänge und auch Steuerrückgänge. Also das wird passieren und ich denke, dass in diesem Jahr die Wirtschaft nicht über ein Plus oder über Null Wachstum hinauskommt und vielleicht kriegen wir eine noch größere Schrumpfung, denn die Probleme sind bekannt. Dafür haben aber die Energiekonzerne, meine Damen und Herren, riesige Gewinne eingefahren. Die Strompreise sind ja immer noch exorbitant hoch, 40 bis 50 Cent für eine Kilowattstunde. In Kanada kosten sie teilweise nichts, in Texas 2 Cent pro Kilowattstunde und in Patagonien, glaube ich, 1 Cent pro Kilowattstunde. In Saudi-Arabien wahrscheinlich auch gar nichts. Oder in Dubai oder in den Arabischen Emiraten und anderen Ländern. Aber hier liegen wir bei 40 Cent, weil ja alles so toll ist mit den erneuerbaren Energien. Da soll der Strom ja auch fast kostenlos sein. Weit gefehlt, denn wir müssen viel teurer Energie einkaufen, weil wir ja unter anderem die 6 Atomkraftwerke abgeschaltet haben, die in abgeschriebenen Atomkraftwerken relativ kostengünstig viel Strom rund um die Uhr und CO2-neutral erzeugen können. Das brauchen wir nicht. Wir steigen lieber um auf die Braunkohle oder auf Steinkohle und auf Gas und sonstige Energieträger, die natürlich alle fossil sind und CO2 produzieren und damit dem Wetter schaden oder schaden sollen, was ja einhellige Meinung ist. Ob sie wirklich stimmt, ist immer noch die Frage in der hundertprozentigen Ausformulierung. Aber die Energiekonzerne haben extrem gute Zahlen verbucht und Uniper hat einen Gewinn von in 6 Monaten von 2,5 Milliarden Euro erzielt. Die waren letztes Jahr noch pleite und wurden ja vom Staat übernommen. RWE 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro Gewinn und selbst die STEAG, die ja nur mit Braunkohle und mit Kohlestrom erzeugt oder mit wenig erneuerbaren Energien, hat einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro erzielt bei einer Schuldenlast, die natürlich noch relativ hoch ist und im Milliardenbereich liegt. Also mit den Gewinnen müssten erstmal die Schulden bezahlt werden und nicht gleich das Geld an Gewinnen an die besitzenden Kommunen auszuzahlen. E.ON hat reagiert, hat heute in der Zeitung gemeldet, dass sie die Preise für Strom und Gas senken. In welcher Höhe ist nicht bekannt. Ab 1.9. soll das den Verbrauchern zugutekommen. Ob das jetzt 5%, 10% oder mehr sind, wissen wir nicht. Das haben sie nicht bekannt gegeben. Aber die exorbitanten Gewinne sind ja sicherlich ein klares Signal, dass man die Preise nicht mehr so hoch halten muss, wie sie bis jetzt entsprechend gehalten worden sind und von den Verbrauchern, schlimmer noch von der Industrie bezahlt werden müssen, die natürlich unter den hohen Energiepreisen leidet. Und darum haben wir auch eine Abwanderung in andere Länder wie die USA, wie Kanada und auch nach China, wo die BASF 10 Milliarden Euro investiert in den nächsten Jahren. Evonik hat eine Firma, die Lipide produziert für Medikamente, für Krebsmedikamente nach USA ist ausgewandert mit ihrer Produktion und das geht wohl weiter so. Ob sie hier noch investieren werden, ich habe es mehrfach gesagt, bezweifle ich. Jo, das ist die Lage, aber 2/3 der Deutschen sind immer noch gegen Wärmepumpen. Das waren mal 80%, jetzt sind es nur 66%, die gegen Wärmepumpen sind, weil sie das nicht einsehen, dass man Riesengeld ausgeben muss, obwohl die Wärmepumpen jetzt zurzeit Ladenhüter sind, aufgrund des ja wohl nach der Sommerpause zu verabschiedenden Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG genannt. Und trotzdem sind die Menschen dagegen, weil sie verstanden haben, dass sie sich damit sozusagen eine Wärmeversorgung kaufen, die auf wackeligen Beinen steht, denn sie steht auf der Basis von Strom. Und ich sagte es gerade, der Strom ist eines unserer schwächsten, soll ich sagen, Produktionsmittel, die wir haben, weil wir alles sozusagen vernichtet haben, was dauerhaft und vernünftig Strom produziert. Wir importieren aus anderen Ländern und die lassen sich das natürlich teuer bezahlen. Unsere Dummheit. Und die wird natürlich dem Bürger aufgelastet, nicht den Politikern in Berlin. Es gibt Theater in Nordrhein-Westfalen mit der schwarz-grünen Regierung, die die Grundsteuer ja verbasselt hat, weil sie sich für ein Grundsteuermodell entschieden hat, was einen unglaublichen bürokratischen Aufwand bedeutet, nämlich indem man die Werte der einzelnen Immobilien sozusagen ans Finanzamt melden muss und die müssen entscheiden, welche Werte die Immobilien, also Grundstücke und die Häuser, die auf den Grundstücken stehen, haben. Und das hat dazu geführt, dass 714.000 Bürger Einspruch erhoben haben. 600.000 Rückmeldungen fehlen noch. 11.000 wurden schon geschätzt von den Finanzbehörden. Das wird natürlich Einsprüche und Klagen geben. 25% der Fragen, die die FDP-Fraktion an die Landesregierung gestellt hat, sind nicht beantwortet worden. Und der Finanzminister Obtindreik hat gesagt, nee, das wäre nicht so. Aber die FDP ist da sehr heiß in der Opposition und treibt die
schwarz-grüne und ich meine nicht sehr erfolgreich agierende Landesregierung vor sich hin. Herr Wüst ist ja den Grünen auf den Leim gegangen und er macht eine rein grüne Energie- und Wirtschaftspolitik, obwohl er das Gegenteil behauptet. Dann hat Nordrhein-Westfalen auch noch eine Sache, die Schwarz-Gelb zugunsten von Familien eingeführt hat, nämlich, dass man, wenn man baut oder kauft, 10.000 Euro Hilfe bekommt bei der Bezahlung der Grunderwerbsteuer, die mit 6% bezogen auf den Baupreis oder die Baukosten vom Land NRW eiskalt eingezogen wird. Das waren bei 3%, aber jetzt sind wir bei 6,5%, glaube ich sogar. Die 10.000 Euro wurden vom Staat bzw. wiederum vom Steuerzahler ausgekehrt und wurden über die NRW-Förderbank auch ausgezahlt. Das hat auch geklappt bei denen, die es beantragt haben. Das ist jetzt Schluss und die CDU und Grüne sagen, wir machen Politik gegen die Eigentümer. Das haben sie nicht gesagt, aber sagt die Opposition. Und die Opposition sagt, es ist ein Wortbruch, denn es sollte an sich, bis der Topf leer ist, entsprechend ausgekehrt werden. Nein. Die Schwarz-Grünen brauchen Geld für ihre Pläne, die sie haben, und die sind alle nicht billig. Und insofern haben sie das gestrichen. Dafür haben die NRW-Kommunen, meine Damen und Herren, 61 Milliarden Euro Schulden. 61 Milliarden Euro Schulden. Am höchsten waren sie mit fast 10.000 Euro pro Bürger in Oberhausen. Da folgt Mülheim an der Ruhr mit 9.000 Euro. Essen liegt bei 5.225 Euro pro Kopf verschuldet. Also eine Riesenmenge. Und es sind insgesamt, wie gesagt, die Kommunen insgesamt in Nordrhein-Westfalen 61 Milliarden Schulden. Die Kommunen im Ruhrgebiet haben ungefähr 20 Milliarden Euro Schulden auf dem Deckel. Dafür wird die Kfz-Versicherung teurer. Das heißt, die Versicherungspolicen werden um 8,8% erhöht. Also auch das wieder ein Griff in die Taschen der Autofahrer und der Bürger. Das wird teuer und macht sicherlich allen keinen Spaß. Dafür bekommen aber, meine Damen und Herren, 1,7 Milliarden Euro werden ausgekehrt vom Steuerzahler in Form des Bürgergeldes. Für die, die nicht arbeiten wollen und nicht müssen, wird der Staat oder der Bürger oder der Steuerzahler im ersten Halbjahr, also im ganzen Jahr 3,4 Milliarden, wenn nicht sogar mehr Euro, die ausgezahlt werden, bezogen für 1.187.188.000 Menschen, die ab dem 1. Januar das Bürgergeld beziehen. Ich finde das unglaublich, dass wir so viel Geld aufwenden für Leute, die nicht arbeiten wollen und auch nicht müssen, denn das müssen sie nicht. Das Geld kommt auch so in ihre Taschen. In Essen sind es 101.500 Bürger, die staatliche Hilfe erhalten. Das sind ja jeder fünfte Bürger in Essen, der von staatlicher Hilfe lebt. Keine gute Zahl und das spiegelt sich ja auch in der Wirtschaft. Die Konsumkraft oder die Kaufkraft ist schlecht in Essen. Die Städte veröden, weil die Geschäfte sich nicht mehr halten können, weil die Umsätze einfach nicht stimmen. Dazu ist die Zahl der Einbrüche in NRW stark gestiegen. Plus 2,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das sind 15.800 Einbrüche. Natürlich in den Ferienmonaten wird ein bisschen mehr eingebrochen, als das vielleicht außerhalb der Ferien der Fall ist. Bitte passen Sie auf Ihre Wohnungen auf. Die Diebe können jede Wohnung knacken und wenn man es ihnen zu leicht macht, indem man die Fenster auf Kipp stehen lässt oder die Türen nicht verschließt oder keine Sicherheitsschlösser hat, dann kann es einem passieren. Passen Sie bitte auf, überprüfen Sie Ihre Hausratversicherung, ob Sie abgesichert sind gegen Einbrüche und Diebstähle mit allen seinen Schäden, aber auch mit seinen Belastungen, was die psychischen Dinge angeht. So, dann gibt es jetzt die Meldung, dass die Mehrzahl der deutschen Kliniken durch die Krankenhausreform vom Bundesminister Karl Lauterbach keine Verbesserung mit Blick auf die Behandlungsqualität erwarten. Natürlich auch bestehend bei dem Personalmangel, den wir haben. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft unter 448 allgemeinen Krankenhäusern. Passend dazu ist es nicht passend dazu, aber die Lebenserwartung, meine Damen und Herren, ist in Nordrhein-Westfalen erstmals wieder gesunken um minus 3 Monate, bezogen auf die Anzahl derer, die entsprechend alt werden. Also bei Mädchen als auch bei Jungen ist sie um jeweils 3 Monate gesunken in dem Berechnungszeitraum 2019 bis 2021. Woran das liegt, ist noch nicht klar. Das müssen noch die Statistiker auswerten, warum das so ist. Bis jetzt war es ja so, dass die Lebenserwartung gestiegen ist. Ja, was gibt es noch an wichtigen Meldungen? Gute Meldung, wie ich finde, ist, dass viele noch im Ruhestand weiterarbeiten wollen. Das heißt, diejenigen, die mit 65 noch topfit sind und keine körperliche Arbeit geleistet haben, aber noch geistig fit sind, die arbeiten weiter. Davon sind es 12% Nicht-Akademiker, die weiterarbeiten wollen. Und 22%, also fast jeder fünfte Akademiker, will über das 65. Lebensjahr hinaus arbeiten.
Dazu muss man entsprechend die Bedingungen auch verbessern, wie ich meine, die steuerlichen Erleichterungen oder Anreize müssen gerade für diese Menschen, die wichtig sind, weil der Fachkräftemangel ja auch begründet wird in dem Ausscheiden dieser wertvollen Mitarbeiter und Menschen, die unseren Staat entsprechend unterstützen und dafür den Wohlstand auch entsprechend befeuern oder dafür sorgen, dass überhaupt noch Wohlstand erwirtschaftet wird. Das sollte steuerlich erheblich begünstigt werden. Ja, dann gibt es noch ein Projekt, das jüdische Friedhöfe endlich mal erforscht und digital besser zugänglich gemacht werden. Die Uni Bamberg sowie das Steinheim-Institut an der Uni Duisburg-Essen haben sich das vorgenommen. Steinerne Zeugen digital, deutsche jüdische Sepulkralkultur, wie das heißt, zwischen Mittelalter und Moderne entsprechend zu erforschen, und die jüdischen Friedhöfe sollen entsprechend untersucht werden. 400.000 Euro liegen dafür vor. Ich finde das gut, dass man auch diesen wichtigen Kulturgut der jüdischen Friedhöfe unserer jüdischen Bürger in Deutschland, das sind ja nicht mehr viele, man schätzt so 100, 150.000 leben noch in Deutschland nach dem Holocaust, eine winzige Zahl, vorher waren es Millionen. Kurze Meldung noch aus Essen. Das Fotoinstitut ist wieder das Thema. Der Oberbürgermeister hat ja einen Brief bekommen von der Bundestagspräsidentin Baas, die ganz kühl erklärt, ja, mit den Inkrafttreten der Haushaltsgesetze sei geltendes Recht geschaffen worden, was natürlich Unsinn ist. Dann hat sie das Gutachten nicht verstanden, was der OB beauftragt hat. Und da steht ganz klar drin, dass hier Rechtsbruch begangen worden ist durch die Politik. Aber sie macht wenig Hoffnung, dass sich in der Zukunft andere parlamentarische Mehrheiten bilden können. Ja, der Rechtsbruch wird durch die parlamentarischen Mehrheiten entsprechend verfestigt. Und sie weist darauf hin, dass man das juristisch klären kann. Das wird jetzt geprüft durch die Bürgerinitiative, die da immer noch sehr aktiv ist und das sehr genau verfolgt und entsprechende Aktivitäten entwickelt. Was hat Peter Renzel gemacht, meine Damen und Herren? Unser Gesundheitsminister in Essen hat das Bild von Mesut Özil abgehängt, was in seinem Büro wohl hing, weil der sich mit den grauen Wölfen solidarisiert und angeblich ein Tattoo auf seiner Brust eingravieren hat lassen oder spritzen hat lassen, wo die grauen Wölfe abgebildet sind. Das ist nicht erträglich für unsere Stadt, dass ein Fußballspieler, der bei RWE groß geworden ist hier in Essen, sich dermaßen in die rechte türkische und Gewaltszene integriert und dort Unterstützung leistet. Ja, das war so die wichtigste Meldungen, die ich Ihnen mitteilen wollte. Wie gesagt, das Wetter ist bis jetzt noch gut, es wird aber im Laufe des Tages wohl schlechter werden. Es soll regnen und auch Gewitter sind auch im Anmarsch vielleicht, aber noch haben wir es nicht. Genießen Sie trotzdem Ihr Wochenende, bleiben Sie gesund und ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank, tschüss.